Das sind nicht vorne bei Sandy Cazard, bei Julien Alvarez und bei Christophe Riblon. Drei Franzosen, die führen. Also ein französischer Etappensieg ist durchaus möglich hier in den Pyrenäen. Und damit zurück nach Hamburg. Wo wir Rudi Wild aus der Schweiz jetzt vorne haben, was aber auch nicht viel heißt. Es geht gerade jetzt hier in die letzte Runde. Tim Dorn ist noch dran. Jan Frodeno macht hier einen sehr, sehr wachen Eindruck. Da sehen Sie ihn vorne, links am Bildrand. Also kontrolliert das Ganze und wie ich glaube, verbraucht relativ wenig Kraft. Das spricht für ihn. Er ist ein exzellenter Läufer. Er ist einer der stärksten Läufer. Rudi Wild, der Schweizer, war Dritter bei den U23-Weltmeisterschaften. Das ist 7 Jahre her, war damals einer der hoffnungsvollsten Athleten, die die Schweiz zu bieten hatte, die ja sehr gute Triathleten hatten mit Sven Riederer, der auch in diesem Pulk noch drin ist, der im Augenblick an dritter Position liegt in der WM-Wertung. Da seine Schuhe. Was hat er? 46,5, schätze ich mal. Leichte U-Boote, Sie sehen es schon. Da wird nicht mehr geschnürt, ist alles geschnürt und das sind dann auch Gummibänder, sodass man da nur, was heißt nur, reinschlupfen muss mit feuchten Füßen natürlich. Bisschen Puder ist dabei, damit man da schneller und geschmeidiger reinkommt. Das Fahrerfeld geht also geschlossen jetzt in Richtung Wechselzone. Ein letztes Mal an diesem Bahnhof vorbei. Der Einzige, für den der Zug abgefahren ist, ist Daniel Unger. Der ist raus. Auch Dimitri Poljanski, einer der starken Jungs, hängt weit hinterher, den man vorne dann doch auch kalkuliert hätte. Jared Shoemaker habe ich schon genannt. Der Amerikaner ist mittendrin, der ein guter Läufer ist. Javier Gomez, der macht das ganz geschickt. Der taucht gar nicht auf. Seit dem Schwimmen ist er mittendrin, versteckt sich wunderbar. Und ich schätze mal, nachher wird er alles auspacken, was er hat. Und wie man ihn kennt, wird schnell die Entscheidung suchen auf der Laufstrecke. Die letzten 3 Kilometer. Nochmal über die Lombardbrücke. Guck mal hier, da kannst du sagen, als Triathlet, du überholst einen ICE. Aber so wie die Fahrpläne der Deutschen Bundesbahn gestrickt sind, da gibt es einen Platter. Er hat einen Platten. Jan Frodeno, kann das sein? Nein. Er hat tatsächlich einen Platten. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kriegt das nicht raus. Och, das ist ja ein Drama. Zack, abgerissen. Das heißt im Grunde genommen, er kann einpacken. Wird er das nochmal hinkriegen? Oder war da ein Stöckchen dazwischen? Jetzt unten die sogenannten Schnellverschlüsse. Ja, was heißt schnell? So schnell ist es auch nicht. Und er verliert natürlich ganz wertvolle Zeit. Hat er einen Platten? Nein. Es war ihm nur irgendwas dazwischen gekommen. Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, haben wir da gehört. Da geht er rein, klack, klack macht's und dann mal gucken, ob das Rad hält. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Da guckt er runter. Ist er da an einen dieser Baupfosten gekommen? Schwer zu sagen, was da passiert ist. Ist natürlich ein blödes Hindernis und da hängt er dann plötzlich und hat irgendwas dazwischen. Irgendwas ist da passiert. Ich habe zuerst gedacht, er hätte einen Platten gehabt. Hat er offensichtlich nicht. Ach, das ist ärgerlich. Ärgerlich. Was machst du jetzt? Fährst du hinterher? Schaffst du es? Ich guck mal unten auf den Reifendruck. Nein, der scheint zu halten. Aber nein, das hat keinen Sinn mehr. Er tritt da auch gar nicht mal richtig rein. Der wird hier aussteigen, schätze ich mal. Der gibt auf. Ach, das ist ärgerlich. So gut im Rennen. Und dann passiert das. 2 Kilometer noch. Und vorne geben sie Gas. Das sehen die natürlich. Das merken die, dass einer der Favoriten weg ist. Und dann treten sie erst recht rein. Ist doch klar. Jeder hat das schon mal erlebt. Und hat so eine Panne schon mal gehabt. Da haben die anderen auch nicht gewartet. Und das ist ja auch gar nicht möglich, dass hier 50, 60 Athleten darauf warten, bis einer wieder auf dem Sattel sitzt. Also, Jan Frodeno, raus ist er noch nicht. Er schon, Daniel Unger. Also, das wäre natürlich, muss getröstet werden. Das ist schwierig für einen Mann, der so viel gewonnen hat. Nee, der wird rausgehen hier.
Das hat keinen Sinn mehr. Oder probier das nochmal. Das Publikum ist auf seiner Seite. Das Publikum möchte natürlich, dass er im Rennen bleibt. Aber das macht ja keinen Sinn hier, den wilden Mann zu machen und dann nochmal ranzukommen. Das ist richtig schade. Aber das sind die Dinge, die passieren dann, wenn Material im Spiel ist. Und vorne wird jetzt Alarm gemacht, wird das Tempo hochgehalten. Vorne drücken sie auf die Tube. Es geht hier in Richtung Wechselzone, es geht in Richtung Rathausmarkt. Es geht auf die 10 Kilometer laufen, die das Rennen hier entscheiden werden. Wird viel gebaut hier in Hamburg. Und möglicherweise ist eine von diesen Baken Jan Frodeno da zum Verhängnis geworden. Ich weiß es nicht. Es lässt sich ja auch hier, wir sitzen hier auch im Ziel, schlecht sagen aus der Entfernung, was da wirklich passiert ist. Also, Rad ist kaputt. Probiert er es nochmal. Hier kriegt er ein Ersatzrad. Es ist ein neutrales. Es ist nicht seins. War es doch ein Platter? Gut, okay. Klack, klack macht's, dann ist er drin in diesen Klickpedalen. Und dann versucht das nochmal. Also, das sieht jetzt schon besser aus, aber das wird er ja nicht mehr aufhören können, Leute. Das können wir vergessen. So stark kannst du gar nicht laufen, dass du die Jungs da vorne, die jetzt schon hier einbiegen in Richtung Hanseviertel und dann hier in Richtung Rathausmarkt, dass du die noch verdrängen kannst. So schnell kannst du gar nicht laufen. Also, das kannst du jetzt als gutes Training nehmen, als einen Härtetest nochmal, 3 Wochen vor Olympia. Moulay, der Franzose, Chris Gemmel. Da nehmen sie schon die Füße aus den Schuhen raus, lassen jetzt nur noch ausrollen. Und dann kommen sie hier in die Wechselzone und da hören wir einfach mal rein und lassen das mal laufen. Was das für ein Chaos ist. Ivan Rana. Marginale Rückstände, bevor es jetzt hier auf die 10-Kilometer-Runde geht. Alle sind ganz gut in die Puschen gekommen. Und jetzt fällt die Entscheidung. 10 Kilometer. Das Feld ist dicht zusammen. 4 Runden, a 2,5 Kilometer. Die werden die Entscheidung bringen, wer hier diese 4. Station der WM-Serie gewinnt. Und auf einmal sehen wir auch rechts wieder den Zweitplatzierten in der Gesamtwertung, nämlich den Russen Alexander Brochankov, der hier mit der Startnummer 1 ist. Also, schlecht geschwommen oder mäßig nur für den Russen, aber dann beim Rad wieder rangekommen. Und hier kommt der Nachzügler. Hier kommt Jan Frodeno, der sich das nicht nehmen lässt, hier nochmal vor diesem Publikum, der die 10 Kilometer absolvieren wird und der jetzt einen möglichst tröstlichen Applaus bekommt. Ist das ein Pech? Ich höre dich! So, hier sehen wir, wie es geht. Rein in die Puschen, alles schon vorgeschnürt. Alles muss ins Körbchen. Der Dank ans Publikum für diese fantastische Unterstützung, die Jan Frodeno, der Olympiasieger, bekommt. Und dann also hier die Strecke vorbei am Jungfernstieg. Dann geht es mit der Wendestrecke hinten
am neuen Jungfernstieg zum Gänsemark hoch. Die einzige Steigung, dann wieder rein ins Hanseviertel. Das Ganze viermal bis zum Ziel hier am Rathaus. Das ist das, was zu bewältigen ist. Wir schauen gleich mal aufs Gesamtklassement. Aufs Klassement nach diesen ersten zwei Disziplinen und werden sehen, dass sich da nicht viel getan hat. Da ist alles zusammen. Das ist das erwartete taktische Rennen, was jetzt entschieden wird auf dieser letzten Disziplin. Das sind die, die mit 15 Sekunden vorbelastet sind. Also auch mit der 37 Chris Gemmel, der hier an dritter Position liegt. Mike Petzold. Auch Sebastian Rang, der junge Mann, mit vorne dabei. Christian Prochnow habe ich da noch gesehen, der wird gleich auftauchen. Aber Sie sehen schon die Sekunden, ein, zwei Sekunden. Wir können also sagen, alle Favoriten sind mit in der Spitzengruppe. Und jetzt entscheidet sich das Rennen. Chris McCormick, der Ironman, der hat es allen Ernstes geschafft. Der ist ja auch mit dabei und der kann richtig gut laufen. Und jetzt ist er schon vorne. Der Favorit Javier Gomez, der vielfache Weltmeister, der vielfache Weltcupsieger, der Titelverteidiger dieser WM-Serie. Zweimal hier in Hamburg gewonnen, letztes Jahr Sieger hier vor Jan Frodeno. Und er wird eskortiert links, Brad Kahlefeld. Ein Superathlet, der Australier, der auch gleichzeitig der Trainingsgefährte ist. Von Mike Petzold, den Sie da auch in der Spitzengruppe sehen. Hier nochmal der Sieger von Sydney, Javier Gomez. Ich habe es ja gesagt, der wird hier das Tempo machen. Und nur wer mit ihm mithalten kann, der hat eine Chance. Wir sind schon drauf, so fix geht es hier bei uns in der Live-Sendung vom Triathlon in Hamburg. Wolfgang Thiel, der Sportdirektor der Deutschen Triathleten, ist hier. Die Ereignisse heute jetzt hier in Hamburg, die passen ja eigentlich zu dem Wetter von gestern. Das war ein bisschen verregnet. Anderthalb Ausfälle, sagen wir mal. Daniel Unger ausgeschieden und Jan Frodeno hinten dran. Können Sie mir sagen, warum er trotzdem weitermacht, auch wenn er ganz weit hinten dran ist? Es ist einfach, Jan ist ein Typ, er ist ein Kämpfertyp und er will einfach auch zeigen, was er kann, auch jetzt trotzdem dem Radeffekt. Und ich denke auch, dass er sich fokussiert auf London und will jetzt einfach nochmal für sich zeigen, dass er die 10 Kilometer sehr gut auch alleine durchlaufen kann. Und das gibt ihm das Vertrauen, dann auch in drei Wochen in London da mitlaufen zu können. Und das Hamburger Triathlon-Publikum ist wirklich ein bisschen verrückt. Sie haben ihn hier fast gefeiert, als er als Letzter reinkam zum Wechsel. Inwiefern macht ihm das vielleicht jetzt auch Mut für das Rennen in drei Wochen? Ja, natürlich. Das Hamburger Publikum ist unwahrscheinlich. Und er wird sicherlich jetzt auch auf seiner Laufleistung spekulieren und auch da Mut schöpfen für die nächsten drei Wochen und in London dann wirklich die Olympia-Quali zu suchen. Hier sehen wir gerade hinter uns. Auch einen deutschen Athleten. Wie sind Sie mit den restlichen Startern heute zufrieden? Die Urteil ist gemischt. Also wir haben jetzt mit Jonathan Ziff und Sebastian Rang zwei in der vorderen fünf Plätze. Man wird sehen, beide können laufen, beide sind Newcomer, also noch relativ jung. Und unser Nachwuchstalente für eigentlich so 16. Und man wird sehen, was sie jetzt hier zusammen mit Gomez machen können. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Gregor Buchholz, hat man gemerkt, ist jetzt erst sehr spät hier durchgejoggt. Der hat sicherlich in den letzten zwei Wochen beim Training etwas überzeugt, was eigentlich unsere Prämisse war. Er muss natürlich jetzt entsprechend rausnehmen, um in London noch mal fit sein zu können. Vielen Dank. Bitte schön. Da ist die Spitzengruppe mit zwei jungen Deutschen, die wir bisher noch gar nicht so richtig gewürdigt haben. Nämlich Sebastian Rank, den wir da vorne sehen, der sich allen Ernstes